Swimmingpool, der Schwimmbad-Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Swimmingpool mit Markus Weber und wie immer Dietmar Rock. Hallo Markus. Hallo Dietmar. Ja, schön dich hier zu treffen. Wir sind wieder mal unterwegs. Hier, mit hier meine ich ganz nah zur französischen Grenze, ein Steinwurf weg von Straßburg. Wir sind heute in Rheinau-Links bei Weberhaus und auch bei Pools Place. Da müssen wir gleich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was dazu erklären. Aber wenn man den Titel heute sich anhört, Traumpool trifft Traumhaus, dann glaube ich, nein, dann weiß ich, ist das hier die perfekte Location dafür. Markus, bevor wir einsteigen in unsere Themen, in die Traumwelten, ganz kurz nochmal für alle, die uns heute das erste Mal folgen im Podcast und am anderen Ende unserer Mikrofone sitzen. Was haben wir vor? Wir wollen euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf dem Weg zu eurem Traumpool unterstützen, helfen, informieren. Wir wollen aufklären mit allen Themen rund um euren Traum. Ja, und genau deswegen sind wir heute unterwegs und sind bei Pools Place gelandet und bei Weberhaus. Und darum werden wir nachher auch noch einen Gast bei uns haben, den Hardy Rose von Weberhaus, der uns ein klein wenig was über Weberhaus, über Fertighäuser erzählt und natürlich auch über die Symbiose förmlich von Pool, Traumpools und Traumhäusern, weil die bauen hier wirklich Traumhäuser, wunderschöne Häuser, muss man wirklich sagen. Und ja, das gehört doch immer mehr zusammen. Das haben wir auch die letzten Jahre hier gemerkt. Pools Place gibt es ja jetzt schon seit, mein Gott, 2012, Dietmar. Moment, wir hatten die Eröffnung am 16.06.2012. Weißt du noch? Standen hier draußen, hatten ein rotes Band, glaube ich, 3, 4, 5 Scheren in der Hand, weil wir waren 6 Firmen. 6 Firmen. Und wir haben das Ganze hier aufgebaut, entwickelt für die Branche, für Kunden, die sich einen Traumpool leisten wollen, damals leisten wollen. Heutzutage ist der Traumpool ein wichtiger Teil eines neuen Bauprojektes geworden. Es ist nicht mehr nur der Traum. Früher war es immer noch ein Traum, der nicht so einfach zu realisieren war. Heute, zwischenzeitlich, sind die Träume viel einfacher zu realisieren, weil viele Firmen sehr stark darauf spezialisiert sind. Und das sieht man ja auch in der Zusammenarbeit mit Weberhaus, welche Möglichkeiten heutzutage da sind, ein Traumpool im eigenen Garten zu verwirklichen. Ja, damals standen wir zu viert, zu fünft, zu sechst. Wir hatten nicht so viel, Markus, wir hatten nicht so viele Scheren. Nein, aber wir waren 6 Firmen. Und die Idee, weil du hast gerade beschrieben, wir waren damals, ich meine, unserer Zeit fast ein klein wenig voraus. Weil die Idee damals war, wie ein Flagship-Store zu kreieren. Einen Ausstellungsplatz mit Pools, an dem man nichts kaufen kann. Das ist eigentlich, so charakterisiert man ja einen Flagship-Store. Da kann man sich alles anschauen, alles anfassen, alles ausprobieren, aber man kann nichts kaufen. Und genau das passiert hier bei Pools Place seit 2012. Das war die Idee. Und so wie wir hier im Podcast erklären wollen, glaube ich, hatten wir damals schon die Idee, wir wollen die Kunden an das Produkt Swimmingpool bringen und sie näher an den Traum ihres eigenen Pools bringen. Es ging um Anfassen, vor allem Anfassen auf der einen Seite und auch die Fragen beantwortet zu bekommen. Wir haben hier ein tolles Team im Haus, in der Beratung, und dieses Team kann dann diese ersten Fragen auf dem Weg zum Traumpool
die dafür geeignet sind, den Weg auch endlich zu gehen. Das war eigentlich so diese Idee, dass man nicht immer nur aus irgendwelchen Unterlagen, Fachzeitschriften beispielsweise oder über das Internet sich Informationen aneignet, sondern dass man einfach mal wirklich sehr unverbindlich Fragen stellen kann. Und das war eigentlich ganz arg wichtig, auch mal ins Wasser. Für mich war das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe das damals auch meinen Kindern, natürlich nimmt man die Familie auch mit hierher, auch gesagt, fass doch mal bitte rein mit dem Finger in dieses Wasser, also in das eine Becken und dann in das andere Becken. Wir haben unterschiedliche Wasseraufbereitungsmethoden dort damals gehabt und man hat es richtig gespürt. Das eine Wasser fühlte sich hart an und das andere weich. An das kann ich mich noch ganz genau erinnern. Und das waren diese Themen oder sind diese Themen, die dieses Konzept, was wir ja haben, seit 2012 auch ausmacht. Ja, ja. Und wir sind immer noch einige Partner hier, also Herstellerfirmen, die das hier betreiben. Und ich muss sagen, die Anlage, wenn man hier morgens herfährt, und ich war ja heute Morgen etwas vor dir da und habe den Rollladen geöffnet hier vom Becken direkt vor dem Poolhaus. Und das Wasser dampft und die Sonne geht auf und man schaut in diesen parkähnliche Ausstellung von Weberhaus. Es ist wirklich eine wunderschöne Anlage und ich bin immer wieder begeistert und fasziniert von der Atmosphäre hier. Also Pools Place, ich kann es eigentlich jedem nur wärmstens empfehlen, unsere Zuhörer, wer hier in der Nähe wohnt vielleicht oder wer auch sich mal einen schönen Ausflug in das Badische machen möchte. Es gibt ja einen Freizeitpark, der hier nicht weit ist, den kann man auch mal besuchen. Fahrt hier mal vorbeifahren und Pool erleben einen Tag. Und dann kommt man der ganzen Atmosphäre deutlich näher. Wir wollen ja heute nicht nur über den Pool, über einen Swimmingpool reden, sondern wir wollen über Traumhäuser auch reden. Und das sollten wir vielleicht mal so ein bisschen in Zahlenmaterial rein. Wie entwickelt sich eigentlich die Branche? Markus, hast du ein bisschen was mitgebracht? Ja, also diese Branche entwickelt sich bei allen Daten, die man so recherchieren konnte, erstaunlich stark. Also die haben Zuwächse ohne Ende. Und ich glaube, natürlich das Thema Haus bauen, man muss ja nur mal so übers Land fahren. Es wird gebaut, es wird investiert und dementsprechend viele Fertighäuser werden auch gebaut und Weberhaus steht hier, glaube ich, schon auch mit einem sehr guten Namen, einer hohen Qualität und die haben wirklich beträchtliche Umsatzzuwächse. Ja, die haben im einstelligen Bereich einen hohen Zuwachsbereich gehabt. Im letzten Jahr, gut, wir haben natürlich nur Zahlen, Datenmaterial aus der Vergangenheit, aber im Moment bezogen auf dieses Jahr, ganz bestimmt zweistellig und auch in der Zukunft wird es so sein. Der Markt ist, ich möchte nicht sagen, dass er boomt, aber das Thema schlüsselfertiges Bauen ist ein Zukunftsmarkt. Ist dieses sehr individuelle und individualisierte Bauen, was heutzutage auch mit Fertighäusern geht, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und deshalb bin ich nachher mal total gespannt darauf, was unser Gast, Hadi Rose, mitgebracht hat an Informationen, wie man so ein Fertighaus sich vorstellen muss. Du, ich glaube, da brauchst du gar nicht mehr allzu lang warten. Ich glaube, wir sollten einsteigen in das Thema mit den Häusern und wir sollten einfach unseren Gast vorstellen, würde ich sagen, Dietmar. Genau, dann machen wir das. Dann legen wir los. Ja, hallo, lieber Hadi Rose. Hallo Markus, hallo Dietmar. Hallo Hadi. Und vielen Dank für die Einladung heute. Ja, vielen Dank, dass wir hier in Rheinau-Links sind. Heute Morgen angereist, hat man vorhin schon erwähnt. Die Anreise ins Badische, immer wieder schön, für mich sowieso als alter Badner. Ja. Und vor allem bei dem Wetter. Ich meine, das ist so, das ist wie Urlaub. Das ist wie eine kleine Urlaubsreise, oder? Es schaut aus wie im Urlaub. Ja. Ganz besonders heute, oder? Wir haben nach einem regnerischen Wochenende einen strahlenden Sonnentag. Ja. Umso mehr freue ich mich darüber, jetzt einen Teil meiner Zeit bei euch verbringen zu dürfen, hier bei den schönen Pools. Das ist wirklich wie ein kleiner Urlaub. Ja, nein, schön, dass du Zeit gefunden hast. Wirklich prima. Die Kategorie heißt ja Freunde aus der Branche. Also aus der Branche bist du in dem Fall nicht, weil du bist ja von Weberhaus, also eher aus der Hausbaubranche.
Aber wir kennen uns schon lange. Wir kennen uns, wir haben nämlich vorhin nochmal nachgerechnet. 2012 war die Eröffnung hier und seither kennen wir uns auch. 2012 ging es los mit Pool Place in the World of Living, richtig? Ja. Und erzähl mal ein bisschen was von dir. Wie lange bist du schon bei Weberhaus? Bei Weberhaus bin ich, ich kann mir das deswegen so gut merken, Weberhaus hat dieses Jahr 60-jähriges Jubiläum, Firmenjubiläum. Ich werde dieses Jahr auch 60 und ich bin seit 25 Jahren jetzt bei Weberhaus schon. Oh, okay. Das ist spannend. Also ich meine, sorry, ich bin 30 Jahre in der Firma. Hammer, du bist ja auch schon ewig oder in der Branche. Ja, du bist also, auch älter wie ich. Ja, aber man sieht es nicht. Auf unserer, da muss ich dir mal recht geben. Auf unserer Website swimmingpool-podcast.de kann man sich davon überzeugen. Deshalb hast du auch das Bild dort haben wollen. Ja. Okay. Ich habe es aber gefotoshoppt. Also, ja. Nein, und du hast begonnen hier als was? Also 25 Jahre, man fängt nicht an als dein Titel jetzt, dein Job jetzt hier? Mein Job jetzt ist Center Manager der World of Living. Das ist eben unser großer Ausstellungspark mit Erlebniswelten, mit großen Spielflächen, mit unserer Produktausstellung für unsere Bauherren auf über 3600 Quadratmeter Fläche. Also insgesamt eine Anlage. 7,5 Hektar groß und das darf ich seit dem Jahr 2000 für die Familie Weber betreiben. Aber angefangen habe ich 1994 in der Kundenberatung. Jeder Weberhausbauer kommt für ein paar Tage immer in einen der Standorte, wenn es darum geht, das Haus dann endgültig zu gestalten. Damit habe ich begonnen. Und ich weiß noch gut, ich bin dann irgendwann mal dem Hans Weber über den Weg gelaufen. Und habe gedacht, die Gelegenheit ergreife ich jetzt mal, stelle mich kurz vor. Hab ihn also begrüßt und gesagt, ich bin Hardy Rose, habe jetzt angefangen bei Ihnen in der Ausstellungsberatung. Und dann hat er zu mir gesagt, toll, klasse, machen Sie was draus. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich habe auch relativ schnell gemerkt, das ist ein Unternehmen, in dem kann man was bewegen. Es ist ein Familienunternehmen, heute immer noch. Habe dann einige Jahre später die Abteilungsleitung übernommen und als man dann 98 war es, darüber nachgedacht hat, die Hausausstellung zu erweitern, zu vergrößern, wurde ich gefragt, ob ich die Projektleitung übernehmen möchte. Das habe ich wohl ganz gut gemacht, sodass man mich dann bei der Eröffnung im Jahr 2000 gebeten hat, ab dem Moment dann auch das Management der World of Living zu übernehmen. Hardy, ihr habt ja hier bei Weberhaus oder World of Living, wo wir heute sitzen, ihr habt euch ja was ganz Spezielles ausgedacht, muss man ja sagen. Wahrscheinlich auch sehr speziell zu der damaligen Zeit. Also auf der einen Seite seid ihr Hersteller von Fertighäusern. Richtig, ja. Und üblicherweise besucht man die in irgendeinem Fertighausausstellungspark irgendwo bundesweit. Aber ihr habt etwas ganz Besonderes eine besondere Idee gehabt, und zwar die Idee vom World of Living. Das ist schon einmalig, kann man fast sagen, für Deutschland, oder? Ich würde sogar so weit gehen wollen, dass es einmalig nach wie vor in Europa ist. Also natürlich, du hast es angesprochen, Dietmar, es gibt Hausausstellungen in Deutschland, eine ganze Reihe von größeren Hausausstellungen, auch mit bis zu 40 Ausstellungshäusern von verschiedenen Anbietern. Und es ist eigentlich so ein Traum vom Hans Weber immer gewesen, eine Hausausstellung mal zu kreieren, in der eben nicht einfach Haus an Haus steht, sondern ja, wo die ganze Familie einfach einen schönen Tag verbringen kann. Und wenn ich zum Thema Familie komme, normalerweise kann man sich vorstellen, die Familie sitzt samstagmorgens am Tisch, überlegt, was wird am Wochenende gemacht, und Mama sagt dann, lass uns Häuser anschauen gehen, dann fällt bei Kindern vielleicht eher mal so die Klappe runter. Und deswegen war die Idee, etwas für die ganze Familie zu kreieren, wo man sowohl seine Freizeit verbringen kann, aber auch Weberhaus näher kennenlernen kann und natürlich auch unsere Produkte, die Weberhäuser. Und daraus ist dann in einer zweijährigen Projektarbeit die World of Living entstanden, die man sich besser wahrscheinlich, das können wir gar nicht alles erzählen jetzt, besser mal im Internet anschaut. Ja, oder wirklich vorbeikommt und durchläuft, weil es ist wirklich eine World of Living ist wirklich, man geht ja durch verschiedene Zeit, durch das Zeitalter des Lebens oder des Wohnens,
Und wenn man dann am Ende rauskommt, dann steht man vor Pool's Place und schaut in diese wunderschöne Parkanlage hier. Das muss man wirklich sagen, also das hat wirklich gar nichts mit einem Musterhausgelände zu tun, wie man es sonst so kennt. Ja, in München gibt es eins, gibt ja viele andere. Da steht halt dann Haus an Haus an Haus an Haus. Ja. Und hier läuft man ja wirklich durch eine wunderschöne Parkanlage. Es könnte fast ein Golfplatz sein. Könnte es auch sein, ja. Wenn die Bäume nicht so groß wären. Wenn die Bäume nicht so groß wären, ja. Ja, da hätte Dietmar wieder Probleme mit den Bällen und den Bäumen, ja. Nein, aber es ist damals 2011, als wir hier das erste Mal waren und uns mit dem Projekt Pool's Place gemeinsam auch beschäftigt hatten, dort war das total faszinierend für mich. Ich bin wirklich durch jedes einzelne Haus gelaufen, jedes Stockwerk rauf, runter. Die Details, also die Ausführungen, das macht richtig Spaß auch anzuschauen. Es ist ja alles auch wohnlich eingerichtet. Es ist so, als würde man bei jemand privat ins Haus reinlaufen. Drumherum auch der Garten, also die Anlage selbst. Es ist wie wenn man einfach ja, in einer großen Siedlung, wo die Häuser im großen Abstand, was es heutzutage nicht mehr so gibt, zueinander stehen. Und man darf einfach jedes Haus besuchen in der Straße oder in dieser Anlage. Also wirklich total wunderschön. Das war übrigens mal einer der ersten Werbeslogans auch für die Welt, für die World of Living. Einfach mal in fremde Häuser gehen. Das hast du jetzt schön beschrieben, Dietmar. haben wir es richtig verstanden. Gutes Konzept. Weil eigentlich sind es ja 3, 4 Bereiche, wenn man es mal richtig, es ist dieses Bauherrenzentrum, wo man auch Muster anschauen kann, es ist die World of Living, es ist die Musterhausausstellung, also wirklich gebaute Häuser, die hier stehen in echt, die möbliert sind, ja, und also man möchte fast einziehen und dann noch Pool's Place. Ich wollte gerade sagen, nicht vergessen, ja. Ne? Und dann ja, kommen ja auch noch andere Dinge dazu, zum Beispiel Pool's Place. Also es ist nicht nur Webers und die Produktion habt ihr natürlich auch hier. Am selben Standort, ganz genau. Das ist auch so, weil ihr gerade auch den Park angesprochen habt. Wir haben da natürlich großes Glück gehabt, irgendwann mal dieses Gelände hier erwerben zu dürfen. Das ist eine ehemalige französische Garnisonskaserne gewesen und ist 1992 ans Bundesvermögensamt gefallen. 1996 gab es dann die Möglichkeit, vom Bund das Land zu erwerben. Und darum gibt es hier eben auch schon eben diese parkähnliche Landschaft, obwohl wir erst im Jahr 2000 eröffnet haben. Wir haben hier Eichen im Alter von über 170 Jahren stehen, die wir einfach bei der Kreation und bei dem Entwurf erhalten konnten. Und das war natürlich auch ein großer Wunsch, möglichst viele dieser Bäume hier zu erhalten. Schließlich sind wir Holzhausbauer und haben eine sehr, sehr große Nähe zu Holz und zu jedem Baum. Das sind wir eigentlich beim Thema. Markus, beziehungsweise auch Hardy, wie kann man unseren Zuhörern, Zuhörerinnen erklären, wie ihr das macht? Also wie wird so ein Haus gebaut? Kann man sowas überhaupt erklären? Jetzt am Mikrofon, ist das möglich? Kannst du es mal probieren? Also ich glaube ja, man kann das am besten veranschaulichen, wenn man sich vorstellt, wie wird ein Fachwerkhaus gebaut? Oder wenn man ein Fachwerkhaus anschaut, wo das Fachwerk noch offen ist, und da haben wir ja übrigens hier bei uns in der Region sehr, sehr viele schöne alte Fachwerkhäuser noch. Und dieses Fachwerk aus Holz, was man da sieht, das ist quasi so der konstruktive Teil dieses Hauses. Der trägt das Haus. Bei uns ist das ganz ähnlich. Das heißt, wir bauen bei uns natürlich keine Häuser in der Produktionsanlage, sondern wir bauen Elemente. Das heißt Wände, Deckenelemente, Dachelemente, die dann an der Baustelle in der Regel innerhalb eines Tages eben zusammengebaut werden zu einem Haus. Und diese Elemente, die bestehen eben zum allergrößten Teil aus Holz. Man muss sich vorstellen, da wird so ein Fachwerk gebaut, das wird dann von beiden Seiten beplankt und ist statisch dann so ausgesteift, dass wir damit jetzt bereits 5-stöckige Häuser bauen können. Ist natürlich ein sehr nachhaltiger Baustoff auch und hat eine unheimliche Wohlfühlatmosphäre dann. Und diese Elemente, wie gesagt, die werden hier bei uns in der Produktion, das ist so eine Mischung unter hochindustrialisierter Fertigung, aber sehr viel Handwerk auch noch, werden diese Elemente hier bei uns vorgefertigt. Und deswegen ist die Bauzeit eben bei Weberhaus auch relativ kurz. Wie viele Mitarbeiter arbeiten bei Weberhaus? Mittlerweile dürfen wir so an die 1300 Mitarbeiter sein. Hier bei uns am Standort in Rheinau, wo auch Pool's Place seine Heimat gefunden hat, sind es etwa 700.
Oh, ja. Und wie kann man das sagen, wie viel Häuser baut Weberhaus pro Jahr? Wir bauen, also dieses Jahr werden wir so Richtung 750, 800 Häuser bauen. Es gab auch Jahre in den 70er Jahren beispielsweise, wo das Unternehmen es geschafft hat, über 1300 Häuser zu bauen. Jetzt muss man allerdings eins dazu sagen, in den 70er Jahren, da gab es noch nicht so eine große Individualisierung im Hausbau. Da hat jeder Makuri-Zimmertüren genommen und jeder hat dieselben Bodenfliesen genommen und die Häuser haben sich sehr geähnelt. Das hat sich stark geändert, deswegen sprechen wir heute eher auch von Objekten, die wir realisieren, weil bei dieser Zahl 750 sind auch Mehrfamilienwohnhäuser dabei, Geschäftshäuser, alles Dinge, die Weberhaus heute macht. Wir haben ja in unserer Branche, also im Pool-Business, haben wir ja die gleiche Situation. Das Thema Individualisierung, was du gerade angesprochen hast, beziehungsweise wir sprechen auch von Lebenswelten, die haben sich komplett verändert, sind auch nicht mehr so, also sind definitiv nicht starr, sondern sehr, sehr, sehr individuell. Jeder Poolbesitzer oder so wie das wohl dann auch bei euch ist, Hausbauer oder der sich dafür interessiert, hat sehr, sehr viele Wünsche heutzutage, die wir alle erfüllen können, wir im Poolbau erfüllen können. Und ich gehe davon aus, dass bei euch das nicht anders ist. Und die Entwicklung, weiß nicht, wo der Trend hingeht bei euch, die Entwicklung wird das wird wahrscheinlich noch viel komplexer werden. So etwas, also im Fertighausbereich auch noch, es sind ja auch immer kaufmännische Themen, dass man auch sowas überhaupt noch verkaufen kann. Also ich glaube, sowas ist hochkompliziert. Also ich möchte kein Fertighaus verkaufen wollen. Ich glaube, mir wäre das warum so kompliziert. Warum das denn nicht? Nein, das ist gar nicht so kompliziert. Du musst funktioniert sowas? Wie funktioniert so? Für mich ist ein Fertighaus ein hochkomplexes Thema. Wie funktioniert sowas? Wenn ich jetzt ein Haus haben möchte, wie beginnt sowas? Wie startet sowas? Das kommt drauf an, wo du gestartet bist. Wenn du beispielsweise sagst, du möchtest wirklich eine ganz individuelle Planung haben, dann startet das auf einem weißen Blatt Papier, mit dem du jetzt beispielsweise entweder gemeinsam mit einem Architekten oder mit einem Bauberater von uns dein ganz individuelles Haus entwickelst, das wir dann hinterher bauen. Oder Dietmar, du bist beispielsweise durch eine dieser vorhin genannten Hausausstellungen gegangen oder warst in der World of Living und beginnst so eine gewisse Vorstellung davon zu entwickeln, die wir dann für dich zu Papier bringen. Klar, in der Planung nachher steckt in einem Fertighaus natürlich sehr, sehr viel Intelligenz drin, weil wir alle Dinge im Grunde genommen planen, gemeinsam mit unseren Bauherren zusammen, bevor der erste Spatenstich auf dem Grundstück erfolgt. Da ist das Haus schon komplett durchgeplant. Und zwar alles. Die Haustechnik, die Ausstattung, alle individuellen Wünsche, die Bauherren dann mit einfließen lassen in dieses Thema. Und das müssen wir halt alles vorher planen, um eben den Prozessdurchlauf für den Kunden so angenehm, so unkompliziert und so schnell wie möglich dann abwickeln zu können. Fertighausbau hat überhaupt nichts mit Architektur zu tun. Also das, was man so früher immer dachte, Fertighäuser sind so fertig geplante Häuser und ich kaufe mir entweder Haus A, B oder C. Das war wohl mal in den 60er und 70er Jahren so. Das gibt es auch heute noch, dass wir Grundrisse, die wir aufgrund von 60 Jahren Erfahrung immer wieder weiterentwickelt haben, in ein sogenanntes Baureihenhaus packen und sagen, wenn der Grundriss so bleibt, dann können wir, du hast die kaufmännische Seite angesprochen, Dietmar, dann können wir das natürlich auch zu einem anderen Preis verkaufen als ein völlig individuell geplantes Haus. Aber trotzdem macht der Kunde sein individuelles Haus daraus, denn er kann alle Accessoires auswählen. Du hast mir jetzt fast die Frage schon vorweg beantwortet. Das ist beim Pool wahrscheinlich ganz genau. Ähnlich, oder? Aber ich wollte gerade sagen, Fertighaus war für mich früher, bevor ich euch gekannt habe, auch, wollen sie Haus A, B oder C haben. Das gibt es noch in Weiß oder Grau. So. Aber Fertighaus bezeichnet, also euer Fertighaus bezeichnet es ja eigentlich gar nicht, weil ihr baut wirklich auch viel individuell. Fertig ist, wie du gerade beschrieben hast, die Planung.
Die Bauplanung ist fertig. Bauweise. Ja, die Bauweise ist fertig. Arbeitet mit Vorarbeit aber das, fertig, wie Elemente. Das Haus schlussendlich ausschaut, das ist hier nicht in Stein gemeißelt. Ja, und das macht es auch doch individuell. Ja. Und ja. Ich weiß, kannst du dich erinnern, Dietmar? Wir hatten gewisser Zukunftsforscher, hat mal Megatrend Individualisierung. Das merken wir auch im Poolbau. Natürlich gibt es auch Fertigbecken, wie auch hier bei Pulsplace zu sehen ist. Aber die Ausstattung, welche Farbe, auf was der Kunde Wert legt, wie es drumherum ausschaut, wie der Garten ausschaut, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Das wird immer individueller, weil halt der Kunde sich selbst verwirklichen möchte an seinem Projekt. Und das scheint ja bei euch dann auch super der Fall zu sein. Ja, absolut. Wo kann man sich besser selbst verwirklichen als beim Hausbau oder bei der Gestaltung seines Gartens oder bei der Gestaltung des Pools, also des engsten Lebensumfeldes. Da möchte man sich einfach auch verwirklichen. Aber eigentlich, Hadi, müsste man ja fast sagen, das Wort Fertighaus ist eigentlich ein falscher Begriff, oder? Es ist vorgefertigt, sage ich mal. Ja. Wie sich dieser Begriff dann irgendwann mal etabliert hat, kann ich euch jetzt leider überhaupt nicht beantworten. Aber man spricht von Fertighaus, weil ja, es ist schon faszinierend, wenn man mal sieht, dass morgens die Kollegen um sechs an der Baustelle anrücken. Der erste LKW mit Elementen ist da, mittags steht das Erdgeschoss und abends kommen die Nachbarn und schwupp steht ein Haus, ein neues in der Nachbarschaft. Das befördert sicherlich diesen Begriff, aber du hast natürlich recht, fertige Häuser bauen wir nicht, sondern wie gesagt, wir fertigen Elemente, die dann ganz schnell eben zu einem Traumhaus werden können. Und die World of Living, die ist dann sozusagen für euch Mittel zum Zweck? Das kann man so sagen, ganz genau. Wir bieten hier Bauinteressierten, die bauen möchten, eben die Möglichkeit, sich mal, und darum geht es uns hier vor allen Dingen, ganz entspannt und in aller Ruhe mal mit dem Thema zu befassen. Man durchläuft ja, wenn man bauen möchte, so verschiedene Phasen. Irgendwann fängt man mal an, davon zu träumen. Und da bieten wir schon die Möglichkeit, einfach mal zu sehen, was ist alles möglich. Und dann kommt irgendwann die Phase, wo man sich intensiver informiert. Und da möchten wir den Bauinteressierten mehr bieten als nur die Möglichkeit mal zu sehen, so sieht ein Haus aus oder so sieht ein Haus aus oder so kann eine Küche aussehen, sondern eben auch viel über Weberhaus zu erfahren, weil am Ende vertrauen die Menschen uns sehr viel an. Ja? Also die wenigsten bauen zwei- oder dreimal in ihrem Leben. Das ist ein Projekt, bei dem man sich gut überlegt, mit wem man sich einlässt. Genau. Ja. Habt ihr da auch schon mal wirklich ganz verrückte Projekte gehabt? Kann man Also, ich sag mal so, wenn Projekte verrückt sind, dann sind sie nicht von Weberhaus. Oder Baumhaus. Wir schauen ja hier auf ein Baumhaus. Okay, also gut. Also, ja, also das jetzt mit verrückt. Aber natürlich gibt es so Dinge, wo man sich hinterher sagt, meine Güte, das ist ja fast nicht zu glauben. Nein, das Baumhaus ist ein Thema, das wir noch gar nicht haben. Wir haben ja einen schönen Blick jetzt da drauf, hier ja. Auf das Baumhaus. Das ist sicherlich eine spannende Geschichte, sowas auch mal anzuschauen. Haben übrigens Auszubildende von Weber ausgebaut zum Geburtstag von Herrn Weber zu seinem 70. Er hat sich das immer gewünscht hier im Park mit den Bäumen, da gehört ein Baumhaus rein. Und klar, man denkt dann oft mal so an diese Hexenhäuschen, die so zusammengezimmert sind. Aber wir haben hier ein unglaublich modernes Baumhaus von einem Bremer Baumhausarchitekten. Und der Herr Weber war übrigens der Erste, wir waren so skeptisch, aber er war der Erste, der gesagt hat, entweder sowas Modernes oder gar nichts. Also er ist unheimlich modern im Denken, auch heute noch. Was mir einfällt, das ist sicherlich auch eine Sache, wo jeder Weberhaus-Mitarbeiter immer noch dran denken wird. Wir hatten mal ein sehr, sehr großes Projekt geplant für einen russischen Millionär. Und der hatte schon die Bodenplatte gebaut. Das Haus war 70 Meter lang, das ist unglaublich. Ein ganz toller Entwurf von einem Architekten. Und wir waren schon in der Produktion und haben alle Hausteile hier bei uns schon gefertigt gehabt. Dann hat er von sich aus das gestoppt und gesagt, er muss das Projekt mal ruhen lassen. Hat alles bezahlt, hat alle unsere Leistung bezahlt, hat dann sogar die Einlagerung der Bauelemente, die ja schon fertig waren, dann, ich glaube, ein Dreivierteljahr haben wir das noch eingelagert, das hat er alles bezahlt und hat dann irgendwann aber die Lieferung nicht mehr angefordert und damit war das Thema erledigt. Ja. Und was machst du aber jetzt mit diesen riesen Wandelementen von so einem großen Haus? Unter anderem hat der
Hundesportverein aus Freistädt sich da ein Vereinsheim draus gebaut. Das ist sehr cool. Finanziert mit russischen Rubeln. Ja gut, manchmal gibt es auch solche Sachen. Aber da stand der Rubel noch besser. Ja, das ist ja richtig. Also in welche Bedrängnis er gekommen ist, wissen wir tatsächlich nicht. Wichtig ist für uns gewesen, dass unsere Leistung bezahlt war und eine weitere Erfahrung, was so auf ausländischen Märkten alles passieren kann. Mhm. Habt ihr viele Häuser im Ausland? Wir machen sehr viele Häuser machen wir in der Schweiz. Also das ist ein ganz wichtiger Markt für uns, muss man sagen. Auch wenn er zunehmend schwieriger geworden ist, weil Bauland nicht so in dem ausreichenden Maße zur Verfügung steht in der Schweiz, wie sich die Schweizer das selber wünschen auch. Das macht das Bauen natürlich auch sehr teuer dann in der Schweiz. Aber es ist nach wie vor ein wichtiger Markt. Wir haben England vor vielen Jahren erschlossen. Dort bauen wir sehr, sehr hochwertige Häuser. Frankreich, die Benelux-Länder. Aber unser Hauptmarkt ist nach wie vor Deutschland. Also für mich sind Fertighäuser gerade aus heutiger Sicht, aber da kannst du sicher das auch noch mehr präzisieren, für mich ist es ein grünes Haus. Also so sehe ich, es sind nachwachsende Rohstoffe weitestgehend, die ihr verwendet. Also eigentlich habt ihr momentan, vermute ich mal, einen Supermarkt. Also wie ist da die Nachfrage? Ja, ich denke, das Thema, das du ansprichst, sieht man, das wird relevanter, keine Frage. Die Menschen achten einfach sehr viel mehr auf Nachhaltigkeit, aber auch auf Wohngesundheit, sage ich mal. Sprich, dass die verbauten Stoffe und die Materialien, die man verwendet, dass die eben dem Wohlbefinden zuträglich sind. Und das sind eben alle Materialien von Webhaus. Deswegen sind wir mehrfach zertifiziert und lassen das auch regelmäßig immer wieder prüfen. Wir lassen uns prüfen freiwillig immer wieder und zertifizieren. Das ist wichtig für uns. Bei uns kommt kein Lieferant rein, der uns nicht haarklein nachweisen kann, wie er fertigt, was er fertigt, welche Rohmaterialien er verbaut oder benutzt, um jetzt halbfertig Produkte herzustellen. Aber das sind nicht nur die Baustoffe, sondern wir bauen auch Häuser und dazu gehört ja heute auch die Haustechnik, die so in Richtung Energieautarkie gehen. Also in jedem Weberhaus, das wir heute bauen, ist eine Photovoltaikanlage drin mit Speicher, also mit Stromspeicher. Wir haben dort B- und Entlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung drin, sodass also der Energieverbrauch extrem niedrig ist in dem Haus und man sagen kann, dass man als schon einen großen Teil des Jahres auch wirklich autark darin leben kann. Das ist so ein Nachhaltigkeitsgedanke, den Weberhaus seit vielen, vielen Jahren verfolgt. Und das darf ich mit Stolz sagen vielleicht auch, da sind wir sicherlich auch Vorreiter in der Branche. Mhm. Aber nicht nur nachhaltig ist ein Thema. Das Thema Smart Home ist, glaube ich, auch für euch seit einigen Jahren ein wichtiger Punkt. Kann gar nicht anders sein. Also wenn ich mir meine Kinder anschaue, wie die heute mit digitalen Medien umgehen. Also immer wenn ich ein neues iPhone bekomme, dann gebe ich das erstmal meinem Sohn, damit er das einrichtet für mich. Nein, in der Tat, ich habe hier zum Beispiel auf meinem iPhone habe ich jetzt 3 Ausstellungshäuser drauf. Die könnte ich von hier aus jetzt bedienen. Ich könnte hier alles machen, wo wir so gemütlich am Pool sitzen. Könnte ich jetzt dort gucken, wie viel Energie erzeugt die Photovoltaikanlage, sind die Jalousien unten, sind wirklich alle Fenster geschlossen, kann Licht ein- und ausschalten, alles Mögliche. Also, aber Smart Home, das ist nicht, was viele Leute denken, in erster Linie Spielerei, sondern Smart Home bedeutet Komfort, das bedeutet ein hohes Maß an Sicherheit und das bedeutet ein ganz hohes Maß an Energieeffizienz. Die Häuser werden immer intelligenter. Und das ist ein Thema, das wir stark forcieren. Ja. Ach so. Mhm. Auch ziemlich modern. Ich meine, die Bauweise wird ja immer moderner, da kommen wir nachher bestimmt gleich noch drauf. Ihr habt ja verschiedene, nicht nur Smart Home, ihr habt ja gleich neben uns ein tolles Konzept, Eben Leben. Eben Leben, ja. Das gibt es schon ein paar Jahre. Ich weiß, wir hatten sogar mal eine Teileröffnung hier. Oder war das sogar die Eröffnung damals? Wurde es parallel eröffnet? Kann das sein? 2012, 2013? Also wir haben es dort gebaut und immer wenn wir im Park ein neues Ausstellungshaus bauen, machen wir das öffentlich, damit uns Besucher über die Schulter gucken können und sehen, wie wird so ein Haus aufgebaut.
Das ist, glaube ich, parallel gelaufen. Ich glaube, das war bei, ich fand auch ganz lustig in der Vorbereitung, also der Dietmar und ich, wir bereiten uns natürlich auch super professionell vor auf jeden unserer Gäste, ist ja logisch. Ja, ja. Dann bin ich auf ein Video gestoßen, das gibt es auch noch auf YouTube, von der Eröffnungsfeier hier. Und da hat jeder von uns ein klein wenig was erzählt. Der Herr Weber war damals auch da, hat auch ein paar Worte gesprochen. War ganz, ganz nett, dass er uns da mit hier willkommen geheißen hat. Und in meinem Part habe ich damals gesagt, dass Pulse Place jetzt wortwörtlich zur World of Living gehört. Hast du das Gefühl, dass Pulse heute zur World of Living, zu der Welt des Lebens dazugehören? Definitiv. Also wir haben damals ja, als ihr auf uns zugekommen seid mit der Idee Pools Place, also so eine Poolwelt in die World of Living zu integrieren, da haben wir natürlich auch darüber nachgedacht, wo ist der Nutzen und für wen ist der Nutzen da? Und der ist natürlich in allererster Linie mal für den Kunden und für den Besucher da, weil diese Themen sind immer stärker untrennbar miteinander verbunden. Der Pool ist vielleicht nicht immer ähnlich wie einige andere Dinge im Garten, die so wachsen, nicht immer gleich das Erste, was man macht, aber man denkt das schon mit. Ja, man denkt das schon mit, aber natürlich haben wir auch viele Kunden, die von Anfang an sagen, Haus und Pool, ja, gar keine Frage, das möchten wir gleich alles umsetzen und planen lassen. Und das ist natürlich für den Kunden ein großer Nutzen, dass das alles unter einem Dach passieren kann, alles vor Ort hier. Und ich glaube, ähnlich wie wir sagen können, dass die World of Living einzigartig ist, ist auch die Poolausstellung hier einfach, ich kenne keine schönere, muss man einfach sagen, weil sie sich toll in den Park integriert. Und das ist natürlich insgesamt eine Bereicherung für die World of Living, keine Frage. Wenn ich die gesamten Häuser betrachte, eigentlich, da hast du vollkommen recht, zu jedem eurer Häuser passt hervorragend ein Pool. Ein Pool passt immer. Ein Pool passt ein, immer. Ein Pool passt oder immer. Ein Haus passt immer. Oder ein Haus passt immer zu unserem Pool. Deshalb haben wir auch gesagt, Traumhaus trifft Traumpool. Also das ist kann, auch heute unser Stichwort. Man kann natürlich sich auch erstmal den Pool bauen und dann mal warten, ob so ein Haus dazu gibt. Aber jetzt kein Problem. Der Hardy jetzt gerne anders drum, aber... Aber Hardy, ihr habt jetzt hier im Herbst ein komplett neues Poolprojekt. Ich glaube, das wird jetzt dann auch bald eröffnet. Oder ist schon eröffnet, wo ich sagen muss, Wahnsinn. Du meinst unser neues Ausstellungshaus? Als Ausstellungshaus ja. Gerade, zweistöckig, extrem modern. Das sieht fast aus wie ein Architektenhaus. Man sagt ja manchmal so Architektenhaus. Das war auch vorher so ein bisschen mein Thema, wo ich irgendwie, es ist nicht mehr Fertighaus in dem Sinne, was man sieht, sondern man sieht ein Traumhaus, weiß aber in dem Moment überhaupt nicht, wie wurde es eigentlich hergestellt. Und sowas steht jetzt auch hier bei euch auf dem Gelände, wo ich sagen kann, da passen ja 2 oder 3 Pools hin. Also auf das Grundstück wird es schon noch passen. Ja, das Grundstück schon. Aber habt da wieder ein wahnsinnig tolles Projekt. Also, congratulations. Also um das Thema aufzugreifen, du sagst gerade, das sieht aus wie ein Architektenhaus. Ja, das ist, also jedes Haus braucht einen Architekten sowieso. Aber dieses Haus hat ein ganz besonderer befreundeter Architekt aus England für uns geplant. Ich hatte vorhin kurz erwähnt, dass wir in England wirklich ganz, ganz tolle Projekte umsetzen. Mit Nick Blunt, so heißt der Mann aus England. Und er hat dieses Haus für uns entworfen. Wir haben dann noch in Stuttgart ein in Architekturbüro G-Plan mit ins Boot geholt, die für uns dann die Innenarchitektur geplant haben. Und daraus ist wirklich ein Traumhaus geworden, wie du gerade gesagt hast. Es ist hochgradig individualisiert, 335 Quadratmeter. Ich habe euch ja eingangs versprochen, wir gehen heute noch hin, wenn wir... hier unser Gespräch. Wir sind sofort dabei. Wir sind schon ganz gespannt. Gehen wir mal rein. Wir eröffnen erst Ende der Woche. Ende der Woche wird es dann eröffnet. Dann sind die ganzen Feinheiten fertiggestellt. Aber wir können gleich zu dritt schon mal einen Blick reinwerfen. Ja? Cool, freue mich jetzt schon drauf. Wir reden ja hier so oft über Traumpools. Ich würde sagen, da kann man, das ist ein Traumhaus. Bleibt die Frage, erfüllt Weberhaus Träume? Ich denke schon, also
ich denke, das gilt übrigens wirklich für beides, ja, also Traumhaus und Traumpool. Ich glaube, dass das ganz tief noch in Menschen verwurzelt ist, das eigene Haus und am eigenen Haus den eigenen Pool, weil also Wohnen und das Erlebnis Wasser, das sind so ganz ureigene Bedürfnisse. Und es ist tatsächlich so, bevor es mal zu einer Realisierung kommt, gibt es in der Regel bei jedem Menschen erstmal die Phase, wo er davon träumt, das einmal realisieren zu können. Und ich denke, insofern kann man sagen, das gilt für uns beide. Das gilt für Pools Place und das gilt auch für Weberhaus, dass wir in der Tat Träume realisieren, denn wir lassen die lebendig werden, diese Träume. Was total schön ist, auch noch Thema beiseite, nein, vielleicht gehört es auch dazu, das Thema Träume zu realisieren. Träume, man muss sich ja damit beschäftigen, befassen mit seinem Traum. Da habt ihr ja super Veranstaltungen das ganze Jahr über auf eurem Gelände auch. Ich kann mich noch erinnern, früher, ich weiß nicht, ob ihr das noch habt, da gab es hinten, aber ich glaube, da steht jetzt ein Haus, da war einmal Sommerkino, Nachtkino, Sommernachtskino. Ja, so den Platz haben wir noch freigehalten. Also wir haben nach wie vor einen großen Veranstaltungsplatz, wo wir solche Dinge machen, ja. Und dann tolle Veranstaltung, aber da muss ich ehrlich sagen, da habe ich immer versucht, eine Ausrede zu finden und ich glaube, der Markus auch, das ist so eine Veranstaltung im Winter. Bei euch. Ah, ich weiß, worauf du anspielst. Du meinst das Neujahrsschwimmen? Ja. Und zwar nicht in den Pools, bei Pools Place, sondern ihr habt vor der World of Living oder im hinteren Bereich der World of Living, wenn man von vornherein kommt, einen kleinen See, kann man schon fast sagen. Ein Teich wird zu wenig gesagt. Und da springen die Leute wirklich im Winter rein und schwimmen da durch. Bei 4 Grad Kälte, ja. Also, das macht er immer in der ersten Sonntag im neuen Jahr? Oder? Das ist immer das erste Wochenende nach Heilige Drei Könige. Das ist eine Veranstaltung, die ist schon über 30 Jahre alt. Bei uns jetzt, glaube ich, 19 Jahre, meine ich, die mal so ein paar verrückte Hunde hier in der Region in der Silvesternacht sich ausgedacht haben, wann auch sonst. Ne? Und dann sind die am Neujahrsmorgen sind die Eisbaden gegangen. Ja, quasi den See. Kopf gehabt wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat das geholfen dann in dem Moment und das ist dann immer größer geworden und irgendwann ist der Organisator mal auf uns zugekommen und hat gesagt, Mensch, könntet ihr das unterstützen? Wir suchen einen See, aber wir brauchen mittlerweile auch eine professionelle Begleitung für die Veranstaltung. Und das Schöne an der Veranstaltung ist, dass wirklich Gruppen kommen, die sich was Witziges ausdenken. Das ist quasi so das erste Mal im Jahr den inneren Schweinehund überwinden. Und das Ganze ist immer für einen guten Zweck. Das ist so, dass Weberhaus für jeden Mutigen, der ins Wasser springt, 10 Euro spendet und die Tageseinnahmen von den Eintrittsgeldern, weil wir haben dann auch viele, viele Zuschauer, die sich das Spektakel anschauen, gell? Die geht auch noch dann in den Spendentopf rein und da kommen richtig schöne Summen zusammen, die wir hier in der Region dann spenden. Also jeder, der unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß, ich würde 50 Euro spenden, wenn ich nicht reinspringen müsste. Du könntest ja alternativ dann in einen eurer beheizten Pools spenden. Ja, ich weiß Winter. Auch, dass es schon so war, dass die Schwimmer aus dem See dann direkt in den Whirlpool bei uns reingesprungen sind. Das waren die von Weberhaus bestimmt. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, das könnte ich mir schon eher vorstellen. Diesen Schweinehund, also ich glaube, ich habe 3 von denen. Also ich weiß nicht, einen könnte ich vielleicht überwinden, aber die anderen 2, also für mich, ja, mal gucken. Aber die Winter werden ja immer wärmer. Markus, vielleicht können wir ja auch mal. Das Wasser bleibt aber 4 Grad kalt. Also unsere Hörer, also die Hörer, Hörerinnen, ich meine, wir haben uns ja schon geoutet in den vorherigen Folgen. Und wir sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, die in kaltes Wasser eintauchen wollen. Markus hat zwar ein passendes Schwimmabzeichen schon, also wenigstens um die Füße ins Wasser reinhalten, Markus. Ja. Aber, mal schauen, vielleicht schaffen wir es zwar ja, das mal irgendwann an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Als Zuschauer zum Beispiel. Als Zuschauer und Spender könnte ich vielleicht schon zusagen, aber als Schwimmer muss ich wahrscheinlich passen. Ja, auf jeden Fall. Nein, euer Gelände hier ist wirklich total spannend, macht Spaß. Man kann hier unheimlich viel mitnehmen. Man kann auch was für Inneneinrichtungen als Ideen mitnehmen, auch wenn man jetzt nicht unbedingt unmittelbar jetzt was vorhat zu bauen. Ihr arbeitet ja mit unheimlich vielen verschiedenen Lieferanten in alle Richtungen zusammen. Alles, was man braucht fürs Haus, klar.
Fenstertüren, Farben, Formen, Bäder, einfach alles. Das alles da, sodass man zum Schluss wirklich von euch eine umfassende, perfekte Beratung bekommt und im Prinzip zum Schluss nur noch zur Schlüsselübergabe in das neue, in das eigene Haus kommen muss. Ja, das hält aber niemand so lange aus. In der Regel ist der spannendste Tag dann tatsächlich der Aufbautag, wenn das Haus kommt. Das lassen sich Bauern nicht nehmen. Aber wir haben auch schon Häuser realisiert in absoluter Abwesenheit der Bauherren, die beispielsweise aus dem Ausland zurückgesiedelt sind nach Deutschland, oder Künstler oder Sportler, die einfach lange Abwesenheitszeiten haben und sich blind darauf verlassen haben, dass Weber es schon richtig macht. Und bei der Schlüsselübergabe erleben sie dann, dass es auch tatsächlich so ist. Ja. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Projektdauer. Wie lange dauert so ein Projekt? Also ich sage, okay, ich will jetzt, hab mich entschieden, das Traumhaus soll so aussehen. In welcher Zeit bekomme ich meinen Schlüssel überreicht? Ja, da muss man das Projekt in zwei Phasen gliedern. Das eine ist so diese Planungsphase, von der du gesprochen hast. Also wenn du dich heute entscheidest, das soll das Haus sein oder Weberhaus soll mein Partner sein, dann beginnt ein Prozess, den wir gar nicht ganz allein in der Hand haben. Das sind solche Dinge wie Baugenehmigungsphase. Die sind ja in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich, die Bearbeitungszeiten. Dann müssen natürlich bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden, die da sind, wie Versicherung, Baugrundstück muss tatsächlich richtig sein, Kellerbau, Finanzierung, all diese Dinge, die begleiten wir natürlich auch, da begleiten wir den Bauern, können das aber nie so hundertprozentig einsteuern, wie lange dauert das. Aber wenn du jetzt sagst, wie lange dauert das jetzt, das Haus tatsächlich zu bauen, ich sag mal ein durchschnittliches Haus, 160, 170, 180 Quadratmeter Wohnfläche, dauert so etwa 12 Wochen vom ersten Aufbautag bis Innenausbau, bis wir schlüsselfertig dann das Haus übergeben können. Insgesamt muss man aber heute rechnen, wenn ich mich heute entscheide, dann wird es sicherlich 18 bis 20 Monate dauern, bis ich einziehe. Das finde ich jetzt, bin total überrascht. Sorry, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, das war schon weniger, aber man muss einfach sehen. Nein, ich finde es absolut in Ordnung, also der Zeitaufwand, also super. Und ich denke auch, das ist so ein bisschen auch wie beim Pool. Der Pool ist ja auch erst dann, wenn das Wasser drin ist und drumherum grün, erst dann ist ja eigentlich auch die Schlüsselübergabe bei uns. Man kann vielleicht vorher schon rein, klar, man kann natürlich auch in einen Rohbau rein, aber das ist natürlich noch nicht dieser Effekt. Da haben unsere Welten, unsere Themen unheimlich viele Parallelen. Sicherlich auch von der Terminierung her, weil auch ein Pool von Anfang bis zu Ende, bis zum Nutzen, also bis man wirklich reinspringen kann und mal im Garten nutzen kann, da vergeht auch durchaus ein längerer Zeitraum. Und von daher passt es eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Mhm. Das Gute ist ja, wenn man tatsächlich beides miteinander plant, weil wir eure Pläne und eure Planung dann zum Beispiel bei uns in die Haustechnikplanung mit reinnehmen können. Und wenn man das parallel macht, dann wird es einfach perfekt am Ende. Also Haus bauen, Pool bauen, bei Weberhaus vorbeischauen, bei Poolsplace vorbeischauen. Also jetzt kennen wir uns schon seit 2012, aber haben doch wieder einiges Neues dazugelernt heute. Ich darf mich erstmal recht, recht herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. War schön, mit dir hier am Pool zu sitzen, bei Poolsplace, ein bisschen über Weberhaus zu plauschen. Ich denke mal, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben auch ein bisschen was dazugelernt, dass ein Fertighaus nicht ABC ist, nämlich dass da wirklich viel mehr dahinter steckt. Und wir machen jetzt langsam Schluss und gehen jetzt vor allem mit dir, Hadi, in das neue Haus und schauen uns das neue Haus an. Genau, das wollen wir machen. Und wir werden auch Links in unserem Podcast, auf unserer Webseite setzen, sodass unsere Hörer auch die Chance haben, mal auch reinzuschauen in die, ich sag mal, virtuelle Welt, also was das Internet erstmal bietet. Und dann hoffen wir, dass der eine oder andere auch mal hier vorbeischaut und wirklich mal die Häuser hier anfasst und auch Poolsplace anfasst. Ja. Ich sage jetzt schon herzlich willkommen. Prima. Ja. Und vielen Dank uns. Und bis bald. Bis bald. Ja. Ciao. Ja, Dietmar, super Gespräch mit dem Hadi, fand ich.
Hat wieder tierisch Spaß gemacht. Aber klar, wir kennen ihn ja auch schon sehr lange und wir haben ja schon unheimlich viele Veranstaltungen auch mit ihm mitgemacht hier in der World of Living, gemeinsam natürlich auch mit Pools Place. Von daher, nein, war einfach wieder genial. Ja, war spannend. Für mich ist er ja irgendwie der Mr. Weberhaus, weil er ist so für mich irgendwie auch das Gesicht über all die Jahre. Und man hat ja gemerkt, wie tief er im Thema steckt. Und ich glaube, der kann jede Geschichte von Weberhaus erzählen, die so die letzten 30 Jahre... Der kennt jede Schraube. Der kennt jede Schraube hier, ja, wirklich toll. Tja, bleibt wieder unsere Kategorie. Dietmar und Markus sollten was lernen. Was haben wir gelernt? Also ich muss sagen, gelernt habe ich dieses Mal, obwohl wir schon so oft jetzt hier waren in all den Jahren und wir haben uns natürlich nie mit dem Haus an sich auseinandergesetzt, aber gelernt habe ich schon, dass Fertighäuser so individuell sind wie konventionelle Häuser. Eigentlich muss man sagen, nur die Methodik des Bauens, also des Herstellens, ist standardisiert. Aber das Haus an sich ist unglaublich individuell und das zeichnet sich ja hier auch auf dem Gelände ab, wenn man hier rumläuft und die Häuser anschaut. Jedes Haus hat einen anderen Style, eine andere, eine ganz andere Atmosphäre, auch vom Innenraum. Also das hat für mich einen ganz nochmal neuen Eindruck von Fertighäusern. Das ist vielleicht manchmal sogar negativ besetzt, ganz und gar nicht. Das ist wirklich hochwertig, modern und extrem individuell. Für mich, was habe ich mitgenommen? Ich denke, ich habe etwas für uns beide mitgenommen, Markus. Und zwar die Entwicklungen, die im Fertighausbereich passieren oder in den letzten Jahren auch vorangetrieben wurden. Themen wie Smart Home beispielsweise sind ganz, ganz nah dran an den Entwicklungen und Trends, die wir im Swimmingpool-Bau haben. Das heißt, Pools, die auch gesteuert werden, fremd, wie Hardy sprach von, er hat auf seiner App, kann er drei Häuser steuern und. Das sind ja Themen, die wir auch in unserem Poolbau haben. Und ich habe da einfach mal mitgenommen, ich glaube, wir zwei sollten ein Thema aufbauen für einen Podcast in den Bereich, ich nenne mal als Schlagwort E-Living. Alles, was dazugehört. Ich glaube, zwischenzeitlich sind wir so weit, dass die Häuser hochtechnisch ausgestattet werden, die Produkte miteinander vernetzbar sind, also Pool vernetzt mit Haus, Haus mit Pool und so weiter. Auto gehört dann irgendwo auch noch dazu, wie auch immer. In dem Bereich, da sollten wir uns mal noch drauf fixieren. Gute Idee, da sollten wir uns dran machen. Da werden wir mal recherchieren, wer uns da vielleicht auch als Gast zur Verfügung stehen könnte, der da ein bisschen mehr Einblick gibt. Sicherlich auch für unsere Zuhörer spannend, weil wie du richtig sagst, die Schwimmbadtechnik digitalisiert sich immer mehr und das Haus offensichtlich auch. Er hat ja gesagt, das Haus wird immer intelligenter. Ich glaube, das kann man beim Pool schon auch sagen, das wird auch immer intelligenter. Und da kann ich an der Stelle eigentlich auch wieder alle Zuhörerinnen und Zuhörer animieren, wenn ihr Fragen zu diesem Thema Smart Home Digitalisierung, auch wenn es um den Bereich Pool geht, dann schreibt uns gerne an redaktion-swimmingpool. Das ist wirklich toll für uns und wichtig für uns. Wenn ihr uns Fragen zu diesem Thema jetzt vielleicht auch schickt in der Recherche, dann können wir vielleicht da auch gleich drauf eingehen. Übrigens, redaktion@swimmingpool-podcast.de. Ja, genau. Genau. So war es richtig. So war es richtig. So war es jetzt genau. Ganz richtig. Okay, ja. Was bleibt uns zum Schluss? Zum Schluss bleibt uns noch auf die www.swimmingpool-podcast zu verweisen, weil auch da gibt es heute wieder oder in den nächsten Tagen wieder Informationen zu Weberhaus, zu Pools Place, zu World of Living. Da kann man mal ein bisschen reinschauen und vielleicht verliert sich der ein oder andere mal hier auf dem Weg in die Schweiz nach Italien, wenn er hier durch meine alte badische Heimat fährt und bleibt mal stehen und schaut mal vorbei hier. Ich würde sagen, das ist wirklich ein kurzer Stopp wert hier. Okay, dann, liebe Hörer, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Markus, danke, dass du
heute auch wieder mit mir hier an bei Pulse Place warst und wir wieder viel Spaß gehabt haben bei unserem Podcast, bei unserer Aufnahme. Danke an alle. Tschüss und bye-bye. Tschüss und bye-bye aus Rheinau links, Pulse Place Weberhaus. Auch diese Folge vom Podcast Swimmingpool wird unterstützt von unseren beiden Medienpartnern, dem Fachschriftenverlag mit der Zeitschrift Schwimmbad und Sauna und dem BT-Verlag mit dem Magazin Haus und Wellness. Vielen Dank für diese Unterstützung. Swimmingpool, der Schwimmbad-Podcast.